Ich bin der Matthias Heiretter-Fried. Wir wohnen jetzt in St. Leonhard am Walde, weil wir Wirtshaus übernommen haben. Haben dann umgebaut und im April neu eröffnet. Wir sind aber drauf gekommen, dass die Personalsuche nicht so einfach ist. Jetzt haben wir gemeinsam mit Gemeinde-TV einen Bericht gemacht, wo uns dann gleich mal die Leute darauf angeredet haben, an den Wochen, wo es ausgestrahlt worden ist, dass das wirklich sehr gut funktioniert hat mit dem Video und wir durch dieser Personal gekriegt haben, beziehungsweise Bewerbungen reingekommen sind und dann eben auch die Nachfrage sehr da war. Grüß euch! Hallo, grüß dich, Andi. Hallo, grüß dich! Grüß dich, Andi! Freut mich, dass du da bist. Schauen wir eine Runde! Ja, ja, bitteschön! Immer mehr Gasthäuser sperren zu bei uns im Mostviertel. Gründe dafür sind unter anderem die Teuerungen, weil keiner übernimmt oder Personalmangel. Ein junges Paar lässt sich davon aber nicht abschrecken und hat den großen Schritt der Gasthausübernahme gewagt. Matthias und Karin Haarreiter-Fried. Seit letztem Jahr die Besitzer vom traditionellen Gasthaus Haarreiter in St. Leonhard am Walde bei Weidhofen an der Ips. Der Dreh war für uns am Anfang natürlich, wie es halt ist, vor der Kamera reden, sehr ungewohnt und alles. Aber es hat dann einfach so, ist so locker angekommen und er hat alles mit Gaudi und zwischendurch einmal einen Kaffee drängen und ist alles lässig runtergegangen. Das war eigentlich wirklich ein sehr effektiver Tag. Wenn wir das erste Mal das Video gesehen haben, war es natürlich für uns auch ungewohnt, wenn man sich selber hört und alles. Aber von den Leuten ist so gutes Feedback gekommen, dass wir das Video eigentlich dann gern weiter gezeigt haben. Ja, mit dem Video hat uns das eigentlich viel gebracht, dass wir auch einmal wirklich sehr gute Werbung rausgebracht haben und die Leute von weit und breit aufgekommen sind. Auch wo sie noch gar nicht gewusst haben, dass wir überhaupt ein Wirtshaus neu eröffnen. Und wie das eigentlich viele Bewerbungen reingekommen sind. Ja, ich würde die Gemeinde von weit empfehlen, weil man mit dem Video einfach sich viel besser präsentieren kann, beziehungsweise die Leute sehen kann und man kann einen Betrieb präsentieren, was natürlich nur in einer Zeitschrift, wo drin steht, wir suchen Personal, sicher nicht so funktionieren würde.